Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Kommt er, der große Weltenbrand? So viele Kriegsherde überall, weit weg und immer mehr in unserer Nähe. Ukraine, Syrien, der Nahe, der Mittlere Osten. Große Wahlen stehen an in unserem eigenen Land, in den Vereinigten Staaten. Andere Völker werden unterdrückt und geleitet von Diktatoren. Wo soll das alles noch hingehen? Ist nicht am Ende doch alles dem Tod verfallen? Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden, sagt uns Psalm 118. Es ist eine ganz andere Botschaft, die Botschaft des Lebens, die sich Bahn bricht, auch über alle Weltenbrände hinaus, über alles, was uns in unserem Leben zurecht sorgt und umtreibt. Ich werde nicht sterben, sondern leben, ist die Botschaft, die von einem Gott kommt, die einen Glauben verkündet, der hinausgeht über alles, was uns in dieser Welt belastet. Und diese Botschaft, sie kann uns helfen, auch zu ertragen, was uns hier auf der Erde belastet, was uns umtreibt und sorgen lässt. Denn wenn wir aus dieser Haltung leben, haben wir nicht nur eine Perspektive über alles Irdische hinaus, sie kann auch unser Leben hier prägen. Und wenn wir als lebensfrohe, glaubende und hoffende Menschen durch die Welt gehen und andere durch unseren Glauben anstecken, dann wird sich vielleicht auch etwas in unserer Welt ändern. Und dann haben wir vielleicht ein gutes Löschmittel gegen manchen Brand in unserer Gesellschaft, der uns ängstigen mag. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wer lebt, um dein Wort zu verkünden, der bringt in diese dunkle Welt ein Stückchen Licht, in die schlechten Nachrichten unserer Zeit deine frohe Botschaft. Gib uns die Kraft, dass wir nicht sterben, sondern leben, um dein Wort zu verkünden und damit die Welt in die richtige Richtung zu lenken. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.